Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man die Steigung von Geraden berechnen kann. Die Ziele für dieses Video sind, dass du die Begriffe Tangente und Linearisierung kennenlernst und dass wir gemeinsam eine Strategie für das Berechnen der Steigung eines Funktionsgraphen in einem bestimmten Punkt erarbeiten. Bisher hast du wahrscheinlich nur mit Geraden zu tun gehabt, wenn es um Steigung gegangen ist. Wir wollen jetzt dieses Konzept der Steigung auf Funktionsgraphen allgemein ausweiten oder zumindest auf Funktionsgraphen, die schön genug sind. Rechts sieht man jetzt so einen schönen Funktionsgraphen und zwar den Funktionsgraphen einer Funktion f. Auf dem Funktionsgraphen ist jetzt ein Punkt a eingezeichnet und wir stellen uns jetzt die Frage, was soll die Steigung von f im Punkt a sein? Dafür können wir jetzt den Graphen von f genauer unter die Lupe nehmen. Ich hätte gerne, dass du nun das Arbeitsblatt als PDF aufmachst und dann bei diesem Fenster auf dieses Symbol hier klickst. Dann öffnet sich eine GeoGebra-Datei, bei der du das selbst ausprobieren kannst, was passiert, wenn man den Graphen von f in diesem Punkt genauer unter die Lupe nimmt. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere inzwischen das Video und dann geht's weiter. Also gut, wenn wir weit hineinzoomen, dann erkennen wir, dass wir irgendwann den Funktionsgraphen von dieser Gerade hier kaum mehr unterscheiden können. Das heißt, so wie hier steht, wenn im Punkt A alles glatt läuft, dann schmiegt sich der Funktionsgraph an diese Gerade hier an. Und so eine Gerade nennen wir dann Tangente. Ganz konkret Tangente von f im Punkt A. Und nun macht es Sinn, dass wir sagen, die Steigung des Funktionsgraphen im Punkt A ist dann genau die Steigung dieser Tangente. Das heißt, um jetzt die Steigung des Funktionsgraphen im Punkt A zu ermitteln, müssen wir nur die Steigung dieser Tangente ermitteln. Nur ist so leicht dahingesagt, das ist kein so einfaches Problem, das wir aber in den nächsten Videos lösen werden. Eine wichtige Sache noch, diese Tangente ist auch Graph einer linearen Funktion. Und diese lineare Funktion nennen wir dann auch Linearisierung von f in A.